Herzlich willkommen, liebe Kanal 3 Zuseherinnen und Zuseher. Ich begrüße Sie zu unserer neuesten Ausgabe von Kanal 3 Steiermark. Es freut mich, dass ich Sie dieses Mal wieder von einem unserer heimischen Skiberge aus begrüßen darf. Wir sind dieses Mal für unsere Sendungsmoderation am Kreischberg unterwegs. Ja, der Valentinstag ist für viele Paare ein ganz besonderer Tag. Man kann sich von seiner besten und romantischsten Seite zeigen und seinen Schatz beschenken, um die Herzensbotschaft zu übermitteln. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung mit unserem Thema der Woche und schnallen uns in der Zwischenzeit die Bretter an und begeben uns auf die Skipiste. Geschenke, Blumen oder etwas Süßes. Zum Valentinstag herrscht immer reger Ansturm auf viele Geschäfte. Denn schließlich möchte jeder das perfekte Geschenk für seinen oder seine Liebste finden. Nur wenige wissen, woher dieser Brauch eigentlich kommt. Das ändert aber nichts an der Kauflust der Verliebten an diesem Tag. Es wird nach wie vor sehr gerne Schmuck verschenkt und Süßigkeiten am Valentinstag, aber an Damen auch sehr gerne Duftkerzen und Wärmeflaschen. Wir haben für Männer auch eigene Schmuckketten. Und natürlich dürfen wir sowieso nicht auf die Männer vergessen. Wir haben auch Bierkörbe oder ähnliche individuell zusammengestaltete Geschenkskörbe auch für Männer zum Valentinstag. Blume geht natürlich immer, aber Süßes ist was, was man vernaschen einfach. Und mit Blume geht es schnell, in 2 Tagen ist er dann leider weg. Aber Praline ist immer so. Schokolade kommt immer gut an, Schokolade macht glücklich. Ja, der Valentinstag ist einfach komprimiert auf einen Tag. Valentinstag, sagen wir. Muttertag zieht sich halt über eine Woche, das ist länger, und auch Weihnachten oder so, das sind einfach Saisonen, die uns einfach viel abverlangen. Beim Valentinstag ist es halt einfach so, die Mama hat jeder nur einmal, aber am Valentinstag, da muss man halt dann die Frau beschenken, die Freundin, den Freund, die Sekretärin, da darf man halt niemanden vergessen, und deshalb ist halt das viel stärker dann für uns. Der Valentinstag hat seinen Namen wahrscheinlich vom heiligen Valentin aus Rom, einem Schutzpatron der Liebenden, bekommen. Er soll im 3. Jahrhundert nach Christus in Rom gelebt haben und dort Liebespaare nach christlichen Ritus getraut haben, trotz eines Verbotes durch den damaligen Kaiser Claudius II. Auch soll er den Paaren Blumen geschenkt und den Eheleuten Glück gebracht haben. Am 14. Februar 269 wurde Valentin auf Befehl des Kaisers hingerichtet. 1969 wurde der Gedenktag an ihn aus dem römischen Generalkalender gestrichen, da die Person des heiligen Valentin historisch nicht belegt werden konnte. Später wurde dieser Brauch wieder aufgegriffen und bis heute in unterschiedlichsten Formen überall auf der Welt zelebriert. Auch Männer sollten am Valentinstag nicht leer ausgehen. Schließlich ist der 14. Februar der Tag der Pärchen, und über Blumen, Schokolade oder eine kleine Aufmerksamkeit freut sich jeder, egal ob Frau oder Mann. Natürlich ist es noch so in den Gedanken verankert, man schenkt der Frau was zum Valentinstag, aber in den letzten Jahren ist es schon immer wichtiger geworden und immer häufiger, dass auch den Männern was geschenkt wird. Sehr viel, aber wirklich viel. Und entweder Süßigkeiten oder Biere, weil wir haben sie Bier auch, belgische, aber eigentlich, es geht wirklich ohne Witz. Es geht wahnsinnig viel Schokolade. Wenn es um Blumen geht, verbinden viele die typische Rose mit dem Valentinstag. Erstaunlicherweise ist die stachelige Schönheit aber nicht immer die erste Wahl, um seine Zuneigung auszudrücken. Nein, es ist eigentlich nicht die Rose, weil bei der Rosen, die wird sehr gern einzeln geschenkt, und die anderen Blumen sind halt dann meistens im Strauß, und deshalb ist dann in der Summe die Rose nicht das, was am meisten geschenkt wird. Auch Süßes darf nicht fehlen. Hier gibt es aber einen eindeutigen Favoriten. Pralinen. Pralinenschachteln eigentlich. Wir haben so entweder so Herzschachteln, dass es so richtig so Valentinstag ist, oder unsere normale Schachtel, dass wir so für Valentinstag dekorieren. Schnell noch ein Geschenk auf dem Nachhauseweg besorgen, das kennt wohl jeder irgendwoher. Besonders Online-Verkauf und Zustelldienste gewinnen auch rund um den Valentinstag immer mehr an Bedeutung. Es beginnt so 1 bis 2 Wochen vorm Valentinstag, da merkt man dann, dass online auch schon eingekauft wird und dass die Ersten kommen, vor allem einzelne Bestandteile für Geschenke zu kaufen. Aber natürlich, die meisten kommen am letzten Drücker, und da werden dann vor allem fertige Geschenke gekauft. Es kommen sehr viel vor Ort her noch, aber gerade mit Corona ist es natürlich immer stärker geworden, und wir haben ja auch 2020 war es, wo das eben auch in dem Bereich war, wo zugesperrt war. Und da haben die Leute das gelernt, dass das gut funktioniert, dass der Florist das auch kann. Und jetzt nimmt man uns das auch ab, also kauft uns das auch ab, dass nicht nur Amazon irgendwas liefert.
Vergessen sollten Sie den Tag der Liebenden übrigens nicht, denn das kann schon mal dem Schatz auf das Gemüt schlagen. Besser Sie überraschen mit einem Blumenstrauß oder einem romantischen Abend zu zweit. Dann hängt der Haussegen garantiert nicht schief. Künstliche Intelligenz und Roboter sind auf dem Vormarsch. Sie entwickeln sich rasant weiter und niemand weiß genau, wie die Zukunft aussehen wird. Aber eines ist sicher, Roboter werden in vielen Bereichen des Lebens als Unterstützung für den Menschen fungieren, so auch beispielsweise in der Such- und Rettungsrobotik. Unsere Welt entwickelt sich stetig weiter und mit ihr auch die Technik und die Möglichkeiten im Bereich Robotik, einem großen und komplexen Forschungsgebiet. An der TU Graz versuchen Studenten, ihre Konzepte umzusetzen und so neue Roboterkreationen hervorzubringen. Geforscht wird hier schon seit Jahren und das mit Erfolg, denn die speziellen Such- und Rettungsroboter können so einiges. Unsere mobilen Plattformen können für viele verschiedene Szenarien eingesetzt werden. Prinzipiell gehen wir davon aus, dass wir im schwergängigen Gelände unterwegs sind. Das heißt, wir können im alpinen Bereich fahren, aber auch natürlich auch Katastropheneinsätze unterstützen, wo es wirklich schwergängiges Gelände gibt. Es gibt aber auch Plattformen, die wir entwickeln, die wir für zum Beispiel analoge Mars-Missionen einsetzen, wo man dann eben in schwierigen Gelände fahren möchte, wie zum Beispiel am Mars selbst. Die Faszination für Technik und autonome Roboter vereint die Studenten. Im Team hat jeder die Möglichkeit, sein Wissen und seine Erfahrung aus anderen Fachgebieten mit einzubringen. Also bei uns im Team befinden sich fast alle Fachrichtungen, die man so finden kann. Das fängt an beim Informatiker, geht weiter über Elektrotechniker, Mechatroniker bis hinunter zum Maschinenbauer. Bis ein Roboter richtig programmiert ist und auch die Technik reibungslos funktioniert, kann schon einiges an Zeit vergehen. Hinzu kommt, dass an der Technik laufend gefeilt wird und auch die Programme immer wieder überarbeitet und angepasst werden müssen. Es kommt immer ganz darauf an, natürlich, was für ein System das man entwickeln möchte. Wir arbeiten jetzt an unserer Plattform, an unserem Mercator, jetzt seit circa 2 Jahren, wo aber schon wirklich alles zusammenkommt. Man muss sich die Mechanik überlegen, wie schaut sein gesamtes Konzept aus, aber auch schon weiterdenken, wie kann man die Intelligenz in das System reinbringen und wie muss man das entwickeln und zusammenführen. Also das dauert insgesamt schon mehrere Jahre. Der Mercator ist eine 535 Kilogramm schwere Roboterplattform, die sich mit einer Standardgeschwindigkeit von 7 bis 10 km/h und einer Maximalgeschwindigkeit von 50 km/h bewegen kann. Der Einzelradantrieb ermöglicht der Plattform eine bessere Manövrierfähigkeit. Zusätzliche Kameras, GPS und 3D-Laserscanner sorgen für die Orientierung im Gelände. Angetrieben wird der Roboter mit einer Batterie, welche ca. 6 Stunden hält. Aber auch in Sachen Energieversorgung gibt es Alternativen. Unsere Roboterplattformen sind alle batteriebetrieben. Ist jetzt so, wir verwenden Elektromotoren, um jetzt da das System zu betreiben und zu bewegen. Es gibt natürlich Alternativen. Die älteren Möglichkeiten sind natürlich Diesel- oder Benzingetriebene Motoren. Aber man geht jetzt wirklich schon darauf weg, dass man sagt, man möchte natürlich nachhaltig sein, man möchte nachhaltig agieren, nutzt dafür eben Batterien. Und natürlich, um die Laufzeit zu verlängern, gibt es auch schon Roboter, wo man Solarmodule nutzt oder aufbaut, um einfach mehr Strom zu generieren, um die Reichweite zu verlängern. Ein Roboter besteht aus vielen Einzelteilen. Da ist es verständlich, dass nicht alle selbst hergestellt werden können. Um so ein System zu bauen, ist es so, dass man prinzipiell auch nicht alles selbst entwickeln. Wir haben viele Teile, sei es jetzt von der Mechanik oder von den Sensoren, die man wirklich von Industriepartnern bekommt. Da bekommt man wirklich entweder ganze Basismodule oder einzelne Sensoren, einzelne Teile, die man einfach bestellen kann. Das sind spezielle Unternehmen, die das einfach anbieten, die man dann wirklich explizit einfach anschreiben kann, beziehungsweise auch über Online-Shops bestellen kann. Die Studenten nehmen auch regelmäßig bei Wettbewerben teil, um ihre Roboter zu testen und für den Ernstfall zu erproben. Fest steht, dass dieser Forschungszweig auch in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen wird. Ein wichtiges Ziel ist natürlich, den Menschen zu unterstützen, vor allem auch bei Katastropheneinsätzen, dass man einfach den Mensch aus den Gefahrenbereichen herausbekommt. Und ja, das ist im Prinzip mehr oder weniger der Grundgedanke, als zusätzliches Werkzeug die Robotik hineinzubringen. Ob Mars-Mission, Kartografie oder Rettungs- und Katastropheneinsätze, von der Roboterforschung erwartet man sich viel. Gut, dass es genug kluge Köpfe gibt, die diese Forschung weiter vorantreiben und stetig verbessern.
Die Semesterferien stehen vor der Tür und da zieht es wieder zahlreiche Wintersportbegeisterte auf unsere heimischen Skiberge. Und Sie sehen es im Hintergrund, auch hier am Kreischberg ist richtig viel los. Alle Infos zum Skigebiet haben wir im nächsten Bericht für Sie zusammengefasst. Der Kreischberg in Murau ist eines der beliebtesten Skiareale der Steiermark. Das Wintersportgebiet verfügt über 14 Liftanlagen, 42 Pistenkilometern und Abfahrten aller Schwierigkeitsgrade. Für sportliche Könner und Steilhangfreunde, Freestyler sowie auch für Genussfahrer und für die ganze Familie. Was den Kreischberg noch ausmacht, ist das Drumherum. Es gibt so viele Extras, ob das die Tubing-Arena ist, ob das die Speedstrecke ist, die permanente Zeitnehmer oder vor allem auch der Snowpark mit Beginner und Medium Line, wo wirklich sehr, sehr viel los ist und der von allen Altersgruppen toll angenommen wird. Und dann vor allem auch die Kinder, so die Erlebnisparcours, die wir haben, den Dienerwald, die Kreischi-Safari, die Geisterbahn. Also da wird es nicht langweilig oben am Berg. Nach einem guten Saisonstart zieht es vor allem in den Semesterferien viele Wintersportbegeisterte auf unsere heimischen Skipisten. Und da gibt es am Kreischberg wieder zahlreiche Veranstaltungen. Ja, wir haben jetzt im Februar noch am 12. und am 19. Februar, das sind die zwei Sonntage, jeweils vor den Ferien, immer um 17.17 Uhr hier bei der Talstation die Pisten-Weltkampfshow mit wirklich tollen Vorführungen der Ski- und Snowboard-Schulen mit spektakulären Einlagen, mit einer Parade der Pistengeräte. Also das sollte man sich so zum Après-Ski unbedingt anschauen. Dann haben wir am Samstag, 18. Februar, da beginnen ja die Semesterferien in der Steiermark, so quasi ein Ferienopening mit dem DJ der Antenne Steiermark oben bei der Bergstation der Kreischberg 10er und ein Gratis-Skitest von Intersport Binter. Neben den Veranstaltungen und dem vielfältigen Pistenangebot steht der Kreischberg auch für gute Pistenqualität und erhält regelmäßig nationale und internationale Pistengütesiegel und auch Auszeichnungen in den Bereichen Kinderangebote und Sicherheit. Ein Blick auf die derzeitigen Mietpreise kann schon mal ein mulmiges Gefühl aufkommen lassen. Noch ist nicht absehbar, wie weit sie noch steigen werden und welche Maßnahmen die Regierung ergreifen müsste, um das Leben für Menschen wieder leistbarer zu machen. Die Arbeiterkammer gibt Tipps, worauf man als Mieter trotzdem achten kann. Überall im Land gehen die Preise nach oben und auch vor Mieten machen sie nicht Halt. Kein Wunder, dass viele Betroffene besorgt sind, ob sie sich das alles in Zukunft noch leisten können. Sollte man zu den Betroffenen gehören, ist es wichtig, sich vorab auch gut zu informieren, denn auch der Mieter hat gewisse Rechte, von denen er Gebrauch machen darf. Ja, ganz aktuell schaut es so aus, dass mit April dieses Jahres die Richtwertmieten wieder steigen werden. Das heißt, das betrifft vor allem Mieter und Mieterinnen im klassischen Altbau. Da ist zu achten, wenn eine entsprechende Klausel im Mietvertrag vorhanden ist, dann werden für bestehende Mietverträge die Mietzinsen mit Mai dieses Jahres steigen. Bei Neuvermietungen kann das schon mit April der Fall sein. Aufschluss über den tatsächlichen Sachverhalt gibt der Mietvertrag. Hier sollte man besonders genau schauen, um etwaige Klauseln nicht zu übersehen. Grundsätzlich ist wichtig, wenn ich so eine Mieterhöhung bekomme, dann muss ich zunächst einmal in meinem Mietvertrag schauen, ob überhaupt eine entsprechende Wertsicherungsklausel vorhanden ist. Eine Anpassung ist immer nur dann möglich, wenn ich so eine Klausel mal grundsätzlich in meinem Mietvertrag drinnen habe. Wenn eine solche vorhanden ist, dann empfiehlt es sich auf jeden Fall auch, die Höhe nachzurechnen. Das geht relativ einfach im Internet mit diversen Wertsicherungsrechnern. Da werden bestimmte Parameter eingegeben, Mietbeginn, Mietzins und meist ein Schwellenwert, der festgelegt ist. Und das Programm gibt dann genau an, wie hoch der aktuelle Mietzins sein darf. Die weiteren Entwicklungen der Mietpreise sind von vielen Faktoren abhängig. Noch lässt sich nicht genau sagen, wie es in Zukunft weitergehen wird. Es ist natürlich ganz schwer, da was vorherzusagen. Also solange die Teuerung und die Inflation so weitergeht, wird es natürlich mit den Mieten auch nicht runtergehen. Also da wird die Problematik eher steigen. Es ist vermutlich ein Thema, das man eher auf politischer Ebene diskutieren wird müssen und hier vielleicht Mietdeckel oder einen Stopp der Anhebungen in gewissen Anzahlen festlegen wird müssen. Wird eher auf diesen Weg hinauslaufen. Der Richtwert für Mieten wird normalerweise alle 2 Jahre am 1. April an die Inflation angepasst und dient als Orientierungshilfe zur Mietberechnung. Die tatsächliche Miete, die Sie zahlen müssen, kann aber je nach Vermieter oder speziellen Objektgegebenheiten variieren. Und das ist leider kein April-Scherz.
Er arbeitet mit Stein, Bronze und Stahl und Wasserskulpturen sind seine Spezialität. In unserem dieswöchigen Interview der Woche sprechen wir mit Christian Gollob über seine Leidenschaft und Berufung als Künstler und Bildhauer. Kunst hat viele Formen, unter anderem gibt es die Bildhauerei, die es ermöglicht, aus unterschiedlichsten Materialien wie zum Beispiel Stein, Kunstwerke und Skulpturen herauszuformen. Einen Experten auf diesem Gebiet haben wir heute bei uns. Christian Gollob ist Bildhauerkünstler. Danke Christian, dass du heute für uns Zeit hast. Gerne, freut mich, dass ihr hier seid. Gerne. Was mich gleich interessieren würde, ist, wie war denn dein Werdegang in die Kunstszene? Wie bist du aufgewachsen überhaupt? Nein, ich war handwerklich immer schon relativ geschickt und mit 17 hat mich die Bildhauerei dann einfach sehr interessiert und habe einfach versucht, da was zu machen. Ich bin Autodidakt, ich habe mir das selber gelernt, aber mittlerweile natürlich nach 35 Jahren, wenn man es dann nicht kann, dann hat man irgendwas falsch gemacht. Was fasziniert dich am meisten an der Bildhauerei? Dass man Spuren hinterlassen kann. Die Bildhauerei ist Formen, also in Stein zum Beispiel, ich arbeite hauptsächlich mit Stein, dass man einfach Formen aus dem Stein rausbekommt. Ich meine, die Bildhauer haben es an und für sich relativ einfach, weil es ist alles im Stein drinnen. Man braucht nur das Überschüssige wegtun und damit ist dann die Skulptur gegeben. Du hast gesagt, du übst es jetzt schon über 30 Jahre aus, dieses Handwerk, kann man sagen. Ja. Was glaubst du, wie lange braucht man, das ist jetzt eine gute Frage, um wirklich gut zu werden darin? Ein Leben lang. Man lernt nie aus. Und gibt es da eine bestimmte Fähigkeit, die hervorsticht, die man unbedingt mitbringen sollte, um da gut zu werden? Ja, ich glaube schon, man muss das räumliche Verständnis und das auch umsetzen können, weil ansonsten geht es nicht. Man muss dreidimensional denken können und sich das auch vorstellen können. Sonst kommt man zu keiner Skulptur, sonst ist man Maler oder Zeichner, aber Skulptur ist einfach immer dreidimensional. Mit welchen Werkzeugen wird da gearbeitet? Sind das alles Spezialwerkzeuge oder kann man das alles im Baumarkt sich selber zusammenstellen? Man kann schon probieren aus dem Baumarkt auch. Gewisse Sachen schafft man schon, aber im Grunde genommen für Stein und für diese Bearbeitung braucht man Spezialwerkzeug. Mit welchem Material arbeitest du am liebsten? Was ist am einfachsten, was ist am schwierigsten zu bearbeiten? Es ist der Granit, einer der schwierigsten Sachen und der härtesten Sachen, aber das ist eigentlich auch mein Lieblingsstein. Es muss hart sein. Und nachdem du auch mit Bronze, Edelstahl, Stein, Wasser, auch Brunnen hast gebaut, was für Materialien sind da noch geeignet? Mit was kann man sie da überall spülen? Es müssen wasserbeständige Materialien sein, weil sonst ist es einfach schwierig. Weil es gibt schon auch weiche Steine, zum Beispiel einen Sandstein, der relativ weich, den kann man fast schnitzen, oder Speckstein, aber der ist für Wasser nicht wirklich geeignet, weil er würde sich mit der Zeit dann auflösen. Und was ist dein Lieblingsstein, mit dem, oder den du am meisten verwendest? Mein Lieblingsstein ist eigentlich der grüne Serpentin, aber verwenden tue ich hauptsächlich Granit. Granit und Marmor. Ist das, was da im Hintergrund beim Wasserbild ist, was ist das für eine Variante? Das ist zum Beispiel der schwarze Stein, ist ein italienischer Marmor, eingelegt mit einem weißen, mit einem Tassus-Marmor, das ist das Leben. Und es wird wirklich wie eine Intarsie eingearbeitet. Es wird das erste zuerst ausgeschnitten und dann kommt der weiße, das Lebenselixier und wird dann wieder reingebaut. Wenn du jetzt so ein Kunstwerk erschaffen willst, gehst du da mit einem bestimmten Konzept heran? Hast du da die Idee schon von Anfang an im Kopf oder entwickelt sich das? Wie läuft so ein Prozess ab, wenn du so ein Kunstwerk herstellst, erschaffst? Es gibt zwei Varianten oder zwei Zugänge, die ich habe. Einmal habe ich die Idee völlig im Kopf oder mache eine Skizze, mache kleine Zeichnungen und weiß, was rauskommen soll. Und dann gibt es aber auch Steine, die mir ansprechen, die ich einfach haben muss und aus dem wird dann ein freies Werk. Da gehe ich einfach hin und fange an arbeiten. Und was entsteht, entsteht. Das überlasse ich auch einiges dem Zufall. Und wie holst du dir Inspiration? Es gibt ja viele, die sagen, sie gehen in die Natur hinaus. Gibt es da Kraftplatzerl, wo du hingehst oder nicht meditieren, aber wie hast du da irgendwelche Eingebungen oder gibt es da auch Phasen, wo du sagst, wow, jetzt fällt mir gar nichts ein, jetzt muss ich mal zu mir finden wieder? Oh ja, ich habe gerade so eine Phase gehabt, wo ich einfach, normalerweise habe ich immer genug Ideen und natürlich bin ich ja sehr viel in der Natur, aber bei mir ist es auch teilweise beim Autofahren. Ich bin sehr viel unterwegs und dann merke ich vor Kilometer lang und weiß nicht, wie das jetzt gegangen ist, aber da bin ich einfach in mir und da ruht alles
und dann kommen die Ideen. Aber die Sachen gibt es natürlich auch, dass es einfach Zeiten gibt, wo einfach nichts Gescheites kommt. Und wenn du jetzt dann die Idee hast, weil wir gesagt haben, eben das, dann zeichnest du das dann zum Beispiel gleich auf, sagen wir, du hast eine schnelle Idee und das versuchst du dann so gut als möglich umzusetzen. Schafft man das immer eins zu eins oder wird es dann doch immer anders im Prozess? Es wird nicht immer eins zu eins, es geht um die Idee, um das ungefähr umzusetzen. Die Zeichnungen mache ich hauptsächlich auch für Kunden, dass die sich auch was vorstellen können, ansonsten brauche ich keine Zeichnung. Ich habe das alles im Kopf und ich weiß genau, was ich erreichen möchte damit. Kann man sagen, wie viel Arbeit in so einer Steinskulptur zum Beispiel steckt? Wie viele, ich will jetzt einmal sagen, Tage, Monate, ich habe keine Ahnung, bin Laie. Wie lange arbeitet man an sowas beispielsweise? Es ist verschieden. Manchmal geht es in ein paar Tagen, dass man Skulptur, kleinere Sachen eben macht, aber dann braucht man teilweise auch wieder Monate dran. Oder ich habe auch schon Skulpturen gehabt, da habe ich 2 Jahre gearbeitet dran. Gibt es eine Skulptur, auf die du besonders stolz bist? Was sind denn deine Favoriten oder was sagst du, das ist so mein Prunkstück? Ja, also sicherlich mein steirischer Panther, der hinter mir steht, aus Bronze, der wird zum Beispiel in Gips gearbeitet, das Modell, und dann wird abgegossen. Auf den bin ich schon sehr stolz, ja. Wenn du jetzt mit Stein arbeitest, kannst du auch öfters passieren, dass man sich, sagen wir mal, verhaut oder dass irgendein Stück überspringt, wo man sich denkt, das hätte jetzt noch gebraucht. Was passiert dann mit so einer Skulptur? Fängt man dann ganz von vorn an oder kann man das irgendwie reparieren auch noch? Wenn mir sowas passiert, dann steht sie immer lang. Weil dann bin ich etwas verärgert, dass mir das passiert. Weil man muss den Stein vorher prüfen, ob er in Ordnung ist. Und da gibt es auch eigene Richtlinien dafür und Möglichkeiten, dass man einen Stein einfach prüft, ob er, man sagt, auch gesund ist. Und normalerweise so eine Skulptur fängt man nur mit einem gesunden Stein an. Deine Wasserbilder, was wir vorher schon kurz angesprochen haben, sind ja besonders hervorstechend. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen und kannst du ein bisschen so erklären, wie das funktioniert, dass da das Wasser jetzt so runterrennt? Das sind natürlich sehr viele Erfahrungswerte, weil mit Wasser habe ich mich immer schon beschäftigt oder schon sehr lang. Und dass das alles so gleichmäßig läuft, das ist viel Erfahrung. Aber natürlich ist auch viel Arbeit dahinter, weil das ist eine normale Steinplatte. Dann wird sie einmal grob zugeschnitten, dann kommt zum Beispiel wie da das Lebenselixier rein und dann fängt sie erst an, die ganzen Wellen oder die Struktur da reinzumachen und das wird alles händisch gemacht. Also da bin ich ungefähr einen Monat dran an so einem Wasserbild. Aber das Wasserbild fasziniert hat es mich immer, weil es kaum einen Platz braucht, weil man es an die Wand hängen kann. Und weil es einfach, wenn man in den Raum reinkommt, man glaubt, die ganze Wand läuft mit Wasser runter. Nein, ich finde das extrem spannend, weil sowas habe ich vorher noch nie gesehen. Was mich auch interessiert ist, Glas ist wahrscheinlich hinderlich, gell? Oder gibt es das auch mit Glasausführung? Könnte es mit Glas auch machen, aber Glas ist zu glatt. Mhm. Ich brauche fürs Wasser immer eine relativ raue Oberfläche, was man so nicht sieht mit dem Auge, aber von der Oberflächenspannung, sonst würde es abspritzen, weil teilweise geht das Wasser so weit, dass man es waagrecht reinlaufen lassen kann und es bleibt noch immer kleben am Stein. Aber da braucht man halt eine gewisse Oberflächenspannung. Okay, wie viel Liter braucht man für so ein Vorhaben, für so ein Wasserbild? Ja, das ist nicht das große Problem, aber das sollten zumindest einmal so 20 Liter drinnen sein, dass das Ganze überhaupt funktioniert, weil es geht ja dann auch um die Verdunstung, es verdunstet auch sehr viel. Da gibt es ein tolles Raumklima, was man dann im Raum schafft und dadurch soll eine gewisse Menge an Wasser da sein. Ja, auf jeden Fall sehr interessante Sache. Viele Künstler wollen ja auch mit ihren Werken etwas aussagen. Steht hinter deinen Werken oder bei bestimmten Werken etwas dahinter? Hast du da irgendwo eine Message, die du vermitteln möchtest? Oder geht es rein um die Ästhetik und das Werk an sich? Es geht schon um die Ästhetik auch, aber es hat immer einen Hintergrund. Mein Hintergrund ist, ich will die Menschen zum Lächeln bringen und möchte einfach, ist vielleicht übertrieben gesagt, aber auch ein bisschen Frieden schaffen. Es geht mir darum, dass die Leute wieder zusammenkommen. Wasser war immer so ein Thema, ein Brunnen, der war immer im Zentrum von einem Dorf, von einem Ort. Und da hat man sich unterhalten, da hat man geredet. Und man verweilt am Wasser einfach gern. Und soll lustige, schöne, vielleicht auch einmal interessante, traurige Gespräche führen, aber man soll sich unterhalten. Um das geht's mal.
Jetzt zum Schluss möchte ich noch kurz unseren Kanal 3 Wortrap mit dir spielen. Also ich nenne da drei Worte und du sagst mir einfach, was dir dazu einfällt. Gell? Das erste Wort wäre Stein. Härte. Wasser. Leben. Und Zeit. Freunde. Dann sage ich danke, lieber Christian, für das Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und noch viel Inspiration für weitere Werke und Skulpturen. Dankeschön, freut mich sehr. Kreischberg und Lachtal. Zwei Berge, ein Skipass. Karfen und Barden auf den schönsten Pisten weit und breit. Kreischberg und Lachtal, die Lieblingssteirer. Die Lieblingssteirer. Hier bildet sich mehr als nur Wissen. BFI. Bildung, Freude inklusive. Die Lieblingssteirer. Die Lieblingssteirer. Natur, Sport, Veranstaltungen, Kunst, Gesellschaft, Imagefilme oder Werbespots. Wir halten Ihre Lieblingsmomente fest. Wir transportieren nicht nur Bilder, sondern auch Emotionen, um die schönsten, spannendsten und interessantesten Momente immer wieder zu erleben. Ein junges, passioniertes Team, kreative Konzepte, technisches Know-how und viel Liebe zum Detail. Das ist Kanal 3, unser steirisches Fernsehen. Und es geht noch einmal um das Fest der Liebenden. Wir wollten nämlich von den Steirerinnen und Steirern wissen, was sie vom Valentinstag halten. Die Antworten gibt es wie immer in unserem Spontan der Woche. Spontan. 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 Spontan natürlich. Was machen Sie am Valentinstag? Arbeiten. Schenken Sie am Valentinstag etwas oder kriegen Sie etwas geschenkt? Blumen schenke ich meistens. Also generell ein schöner Tag, der gefeiert gehört? Natürlich, muss man ja. Naja, dass die Gärtner wieder ein Geschäft machen, gell? Schenken Sie was zum Valentinstag oder kriegen Sie was geschenkt? Weiß ich nicht, vielleicht. Zu Hause, ja, kaufe ich nicht was für eine geschenkt. Eigentlich nichts, weil ich krieg nie Blumen. Nie? Nein. Haben Sie schon mal was verschenkt? Ja, schon. Meiner Mama, Pomponea, eine Rose. Aber generell schon positiv diesem Tag gegenüber eingestellt? Eigentlich schon, ja. Aber ich krieg halt nie was. Nix. Gar nichts. Gar nichts. Schenken Sie nichts, kriegen Sie nichts geschenkt? Nein. Nein, ich krieg nichts geschenkt. Verwenden auch. Freude schenken. Schenken Sie regelmäßig? Immer, ja. Normal. Also ein besonderer Tag. Ja, schon. Ist es. Gell? Valentinstag. Ich habe keinen Boyfriend oder so, also ist es. Aber ich finde ihn an und für sich schön. Er wird ein bisschen übertrieben, aber sonst. Hast du schon mal was geschenkt bekommen oder etwas verschenkt am Valentinstag? Ja, an meine beste Freundin damals. Und umgekehrt. Also wenn man uns immer gegenseitig Sachen geschenkt. Vom Valentinstag, na, ist eine Geschäftssache. Also ein Wirtschaftszweig, aber sonst heute nicht viel davon. Also Sie schenken nichts, geschenkt kriegen was? Ich schenke nichts, weil sicher nicht ein, wem soll ich was schenken? Und mein Mann denkt an sowas nicht. Das ist einmal so. Ist mir eigentlich ziemlich egal, weil mein Mann verwöhnt mich regelmäßig mit Blumen. Oh, das ist aber schön. Schenken Sie Ihrem Mann auch was? Ab und zu schon, ja, auch ab und zu Blumen. Vom Valentinstag, naja, das ist
ein alter Brauch, sagen wir halt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich vergiss schon meine Frauen nicht. Spontan! 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 Spontan natürlich! And the Oscar goes to Filmstadt Graz. So lautet der Titel unseres aktuellen Stadtgesprächs. Bei Gregor Wittalm ist der Filmproduzent und Besitzer des Rechbauer Kinos Dieter Bochlatko zu Gast. And the Oscar goes to. Meine Damen und Herren, in Kürze werden wir das wieder hören, wenn sich die Filmwelt, die internationale Filmwelt feiert, wenn in Hollywood die Oscars vergeben werden. Und das war für uns der Anlass, über Film, über die Filmstadt Graz, über einen Mann zu reden und mit einem Mann zu reden, der für Film in dieser Stadt, in diesem Land, aber auch darüber hinaus steht. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind im Stadtgespräch. Sie merken schon, wir sind wieder zurück übersiedelt ins Merkur Headquarter. Ich freue mich sehr, dass Sie sich wieder interessieren und freuen Sie sich mit mir auf meinen Gast. Das ist der Dieter Bochlatko. Dieter Bochlatko, man muss eigentlich gar nicht viel sagen, er ist Mr. Film in dieser Stadt, in diesem Land. Er ist Epofilm, also Epofilm produziert schon, wir werden darüber reden, schon seit langen, langen Jahren und Jahrzehnten Filme aller Couleurs, hätte ich fast gesagt. Und Dieter Bochlatko ist auch, und das finde ich sehr schön, der Besitzer des Rechbauer Kinos in Graz. Ein ganz wunderbares filmisches Kleinod, hätte ich gerade gesagt. Auch dafür steht die Stadt Graz. Und wenn ich Sie hier habe und man sich mit Ihnen beschäftigt, bin ich draufgekommen, wir sind gerade in einer Zwischenzeit gelandet im Jahre 2023. Denn im Vorjahr 2022 hat das Rechbauer Kino seinen 100. gefeiert und im nächsten Jahr feiern sie auch mit Epofilm ein halbwegs rundes Jubiläum, nämlich das wievielte? 54, das sind bis 24, 70. 70 Jahre, also das heißt, das geht, der Herr Bochlatko, das geht schon über Ihre Generation hinaus oder in die Vorgeneration, als Epofilm gegründet wurde, aber ich frage Sie jetzt mal, Sie beschäftigen sich so lange mit diesem Thema Film, um es ein bisschen salopp zu sagen, man muss... Sie haben vorher gesagt, man muss leidensfähig sein, man muss fast ein Getriebener sein, ein Wahnsinniger sein, wenn man weiß, was Filme machen bedeutet. Wie geht's Ihnen da? Also mir geht's jetzt nach so einer langen Berufszeit sehr gut. Bin immer noch fit für mein Alter. Ja. Das kann ich wirklich von mir behaupten. Bin auch noch operativ tätig, obwohl mein Sohn schon auch eine Geschäftsführung teilweise übernommen hat. Ja. In der Firma, was natürlich sehr gut ist, weil jetzt, das ist die dritte Generation, die bereits... Auch Sie waren Sohn und sind Sohn, der Vater war der Firmengründer. Ja, ne? Weil darum heißt es auch Epo, kommt von Erich Bochlatko. Ja, ja. Sehr simpel. Und jetzt ist das ja so, in einem Land wie Österreich, in der Steiermark, in Graz, Filme in dieser Qualität und dieser Dimension zu produzieren oder mitzuproduzieren, ist keine Selbstverständlichkeit. Sie sind aber bekennender Grazer und bekennender Österreicher. Was treibt Sie da an? Oder was hat Sie daran gehindert, woanders sich festzusetzen und zu sagen, da geht es mir leichter mit Filme machen? Also ich hatte 1968 meinen Start, da hatte ich einen Werbefilm gemacht für den Herrn Hasibart, der damals Bürgermeisterwahlen geschlagen hat. Ja. Das war meine erste Auftragsarbeit überhaupt. Und ich habe eigentlich in der Steiermark immer ein sehr offenes Verständnis, ein großes Verständnis für Film gefunden. Mhm. In der Landesregierung, in der Stadtregierung. Daher bin ich sehr lang auch in Graz geblieben und erst 1985 nach Wien gegangen, weil es einfach dort die großen Töpfe sind. Und das war dann eine Frage der Zeit. Aber zu Graz sind Sie hauptsächlich immer noch. Ja. Sie sind privat hier und haben auch eine Zweigstelle Ihrer Firma hier. Wenn Sie sagen, Sie haben ein offenes Ohr gefunden, dann heißt es bei Menschen, die gerade Filme oder überhaupt in der Kunst und Kultur, dort, wo auch Geld, die Hähne offen sind.
Wie erleben Sie das in der Steiermark? Wir haben Filmförderungen, ja, aber wir reden doch in ganz anderen Dimensionen, als sie international üblich sind, denke ich mir. Ja, aber für eine, also regional hat es schon eine gewaltige Relevanz. Also ja. Sinestyria ist ja nicht so schlecht dotiert, das muss man auch einmal sagen. Mhm. Nummer eins. Nummer zwei, die Film Commission Graz ist jetzt ein bisschen zurechtgestutzt worden, weil halt Budgetnöte sind in der Stadt, aber es wird auch wieder, hoffen wir sehr, besser gefüllt werden, der Topf. Aber grundsätzlich sind die politischen Bedingungen und die Rahmenbedingungen in der Steiermark nicht so schlecht. Okay. Auch für junge Menschen, die beginnen wollen, ist es sogar oft besser, in einem kleineren Umfeld zu starten, mhm, und sich zu versuchen, ja, weil sie können eh nicht mit einem Riesenfilm beginnen. Ich wollte gerade sagen, da geht man sonst eh unter. Nicht? Aber bei Ihnen, wie gesagt, ich habe so gesagt, alle Genres sind, also Sie machen Dokumentationen, Sie machen Spielfilme, es sind viele, viele Filme im österreichischen Fernsehen zu sehen, wo Epofilm Produzent oder eben Mitproduzent war. Gehört das auch zu Ihrer Strategie hier, sich nicht in eine spezielle Richtung zu konzentrieren, sondern sich möglichst breit aufzustellen? Also grundsätzlich möglichst breit aufzustellen, ja, um nicht verwundbar zu sein, um stabil zu bleiben. Aber das Herz schlägt sehr bei mir für Dokumentarfilme, weil ich komme vom Dokumentarfilm. Mhm, und habe wirklich, also nach wie vor große Freude, wenn wir gute Dokus machen. Was ist denn für Sie, wenn Sie entscheiden, als Epofilm, hier mache ich mit? Was sind die entscheidenden Kriterien, wo Sie sagen, da schaue ich als erstes hin und dann fange ich zu überlegen an? Was macht für Sie den guten Dokumentarfilm, den guten Film als solchen aus, von dem Sie hoffen, dass er dann auch ein guter Film wird? Also wenn ich von einem Kinofilm spreche, und ich muss unterscheiden zwischen einem Fernsehfilm und einem Kinofilm, ja, da haben wir unterschiedliche ein unterschiedliches Publikum zu bedienen. Mhm. Und beim Fernsehfilm schaue ich als erstes, was gibt es für Sendeplätze? So, ganz ja, pragmatisch. Sagen. Ganz pragmatisch, ja. Beim Kinofilm ist es reines Bauchgefühl. Mhm. Reines Bauchgefühl. Wir kriegen jede Woche irgendwie einen Vorschlag herein, ein Exposé, eine Idee. Und dann sagen wir, ja, das passt oder das kann sinnlos sein, ein Western werde ich nie machen hier. Ja. Hat es aber auch schon gegeben, ja, einen Alpenwestern. Ja, der war sensationell. Der war sehr gut und ja, auch ganz erfolgreich. Ja. Ja, ja. Ja, man soll sich nicht täuschen. Das finstere Tal. Das finstere Tal. Dankeschön, dass Sie mich tatsächlich, das wäre mir jetzt nämlich nicht eingefallen. Aber wenn Sie so zurückblicken, wie gesagt, ist wahrscheinlich schwer zu sagen, aber sagt, dass dieser Film, ein Doku, ein Spielfilm ist mir in besonderer Erinnerung, wo ich sage, Gott sei Dank habe ich den mitproduziert oder produziert. Was fällt Ihnen da spontan ein? Ja, also beim Fernsehfilm fällt mir gleich einmal die Schwabenkinder zum Beispiel. Ja. Das finde ich heute noch immer einen extrem berührenden und gelungenen Film. Mhm. Also wir haben ja mindestens 70, 80 Fernsehspiele gemacht. Ja, ja. Das war ein besonders schöner Film. Beim Kinofilm bin ich immer noch stolz auf den Klimt, mhm, den wir so sehr international produziert haben, aber unter meiner Federführung. War sicherlich ein bisschen ein Aderlass, ein finanzieller, aber es war eine ganz, ganz spannende internationale Arbeit mit einer großen Regiebegegnung. Die da war? Raul Ruiz, mhm, war ein ganz berühmter, leider schon verstorbener, ja, Arthouse-Regisseur, den ich ungeheuer geschätzt habe. Aber ich höre schon raus, die Vorlieben und Erinnerungen sind nicht deckungsgleich mit dem wirtschaftlichen Erfolg des Films. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, gell? Sie sind ja auch ein Künstler, also so gesehen verstehe ich das. Aber es sind natürlich auch Streifen mit der Bockerer, fällt mir ja natürlich ein. Ja, ja, Tatorts und Landkrimis, ja, auch hier sind Sie dabei. Auch diese, das soll und muss man machen. Ja, wir produzieren gerade wieder, ja, einen Tatort im Augenblick. Ja. Wir machen das gern natürlich, abgesehen, mhm, von wirtschaftlichen Notwendigkeiten.
weil das ist ja schon eine Auszeichnung, da dort zu produzieren. Das Find ist ja mal auch eine besondere Marke. Ja. Und Kino ist halt Königsdisziplin, das ist so. Und das. Aber es geht wohl dann nur, also wenn wir von den Filmen, die Sie schon erwähnt haben, mit internationaler Vernetzung. Also Epo-Film allein kann auch, aber wenn wir sagen, wir machen wirklich großes Kino, dann muss man sich international aufstellen und vernetzen. Unbedingt. Wie läuft das bei Ihnen? Wie sind da so die Netzwerke? Wie kommt man zusammen mit den Größen dieser internationalen oder europäischen Filmwelt? Dadurch, dass ich Französisch studiert habe, war ich sehr Frankreich-affin. Meine Beziehungen waren stark nach Frankreich und nach Spanien, ja, und nach Italien. Das war sehr früh schon, habe ich da ein gutes Netzwerk aufgebaut. Und jetzt sind wir stärker mit Deutschland verbunden. Mhm. Deutschland ist doch so ein großer Markt und wichtiger Markt nach wie vor, dass wir unsere Spielfilme derzeit fast ausschließlich mit deutschen Partnern co-produzieren. Mhm. Wobei wir aber dadurch, dass wir die Idee bringen und das Drehbuch entwickeln, auch immer schauen, dass wir die Federführenden bleiben. Okay. Gerade bei Deutschen ist das wichtig, weil wir glauben, dass wir da kreativer sind. Sehr schön gesagt, sehr schön gesagt. Vielleicht jetzt noch ein Schwenk jetzt zum Rechbauer Kino. Das Rechbauer Kino, 100 Jahre alt, ein Kino, ein Unikum in der Kinowelt, ein Kunstkino und Kulturkino in Graz, 100 Jahre alt, im Vergleich zu den großen Cineplex und wie sie nun alle heißen, gibt es das Rechbauer Kino. Was macht Ihrer Ansicht nach dieses Kunstkino Rechbauer aus? Was ist die Ausrichtung? Es ist ein Programmkino. Erklären Sie uns vielleicht, was das in Ihrem Sinne bedeutet und wie schaut man in die Zukunft? Also zur Frage Programmkino, das ist leicht erklärt. Das ist, wir spielen keine Blockbuster, die dann 3 Wochen immer der gleiche Film läuft, sondern wir haben drei verschiedene Programme täglich und bemühen uns auch, Originalsprache zu spielen. Ja, ja. Meistens trotzdem mit Untertitel, aber immerhin. Und sind ganz klar auf Arthouse, also auf künstlerisch anspruchsvollen Film ausgerichtet. Mhm. Das ist das Ansinnen. Das ist mir persönlich ganz wichtig. Also das sind die Filme, das sind nicht die Blockbuster, das sind Filme, die Sie aussuchen, ja, die nicht den Weg in die breiten Kinosäle finden normalerweise. Ganz genau. Mhm. Da habe ich eine ausgezeichnete Mitarbeiterin und Programmiererin, weil ich habe gar nicht die Zeit dazu. Ja. Das ist die Beate Bachträgel, das ist die Tochter des bekannten Musiker Bachträgel, der leider auch nicht mehr lebt, aber die ist da als eine Perle für uns, eine ganz wichtige Mitarbeiterin und Mitgestalterin vor allem. Ja. Und meine Mitarbeiter sind alle über 20 Jahre schon in dem Betrieb. Was für Sie spricht und Ihr Unternehmen, das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich davor für alle. Ja, das ist das Rechbauer Kino. Ja, 100 werden es nicht erleben, aber immerhin 20 Jahre. Und es gibt offenbar auch das Publikum. Kino braucht Publikum, also das gibt es in Graz. Wir haben ein sehr treues Publikum. Mhm. Wie die Pandemie war, gab es sogar Spenden, obwohl wir gar nichts gesagt haben. Ja. Weil sie gesagt haben, hoffentlich geht es hier nicht ein. Ne? Ja, ja. Also es war extrem sympathisch. Und ja. Es ist so eine Community, eher ein Bildungsbürgertum, das ist unser Publikum. Und natürlich der Vorteil ist so, dass wir im studentischen, also im Hochschulumfeld genau sind. Das also in Graz-Gaidorf, ja, das liegt wunderbar. Und inzwischen hat sich auch ein weiterer Geschäftszweig entwickelt. Das Kino kann man sehr angenehm mieten, weil das ist ein Einsaalkino. Da bist unten und die Universitäten und
Irgendwelche Institutionen mieten sich ein. Für Veranstaltungen. Also in spielfreien Tagen oder spielfreien? Nein, da spielen wir halt nicht. Da spielt es halt nicht. Ja. Ah, so flexibel seid ihr, ja, nicht? Ja, okay. So flexibel, das ist das Tolle. Das heißt, wer ins Rechtbauerkind jeden Tag sich informiert, wird gespielt und was wird gespielt, weil sich täglich ändert. Ja. Das ist ja eine großartige Sache. Ja. Das ist eine großartige Sache. Und dabei muss man ja dann sagen, lieber Herr Buchlatko, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber ich habe nachgelesen, es war nicht in Ihrem Lebensplan, ein Kino zu besitzen. Nein, überhaupt nicht. Obwohl es irgendwie logisch erscheint. Nein, aber das Rechtbauer Kino, dort habe ich früher meine 35mm Filme immer zuerst angesehen. Darum habe ich den Besitzer gut gekannt. Aha. Den Dr. Schaffler. Ja. Heißen, auch nicht mehr auf der Welt. Und der hat 1977 mir mal gesagt, ja, also nächste Woche höre ich auf, sperr zu, es geht nicht mehr, ich schaffe es wirtschaftlich nicht mehr. Und da kommt der Spar hinein und irgendein Geschäft hinein. Da habe ich gesagt, bitte warten Sie, Herr Dr. warten Sie, ich möchte mich in Wien umschauen, ob ich da einen Spezialisten für ein Arthouse-Modell finde, weil ich war ja unerfahren, vollkommen unerfahren. Ja. Dann habe ich Kinoprüfung machen in der Kammer, also Vorführerprüfung. Damit es den Film richtig einspannen und ja, damit ich überhaupt eine Konzession bekommen habe. Ja, verstehe damals Sie. Damals noch kein freies Gewerbe. Ja. Aber das heißt köstlich. Und habe dann in Wien eine Partie gefunden, die erstklassig war, die mir am Anfang bei der Programmierung geholfen haben. Okay. Es war 77. Wobei die Ausrichtung, wie gesagt, einst wie heute jetzt nicht die ist, Sie leisten sich das, wenn ich das mal so salopp sage. Ja. Das ist kein wirtschaftlicher Erfolg. Im Gegenteil. Ja, das denke ich mir. Da stecken Sie hinein, aber es ist natürlich für das Filmland und für die Filmstadt Graz natürlich ein Segen, dass es das gibt. Und dafür auch dazu muss ich wirklich erwähnen, es wird auch anerkannt von der öffentlichen Hand. Wir kriegen sowohl von der Stadt Graz als auch vom Land Förderungen, Subventionen. Ohne dies definitiv nicht würde ginge. Irgendwann ist ja dann Schluss, ne? Trotz aller Liebe. Trotz aller Liebe, ist klar, das muss dann. Ist klar. Also wir hoffen auf die nächsten 100 Jahre. Rechtbauer Kino und es möge sich dann auch ein Nachfolger. Aber der Sohn ist ja schon in den Startlöchern, in der Epo-Film zumindest, also wird er in der Rechtbauer Kino wieder auch noch machen, ganz sicherlich. Lieber Buchlatko, weil wir schon am Ende sind, vielleicht noch persönlich. Das Erste, Sie haben schon angekündigt, was die laufenden Projekte an Tatort produzieren Sie. Ja. Was gibt es ein nächstes Großes noch, wo Sie sich sehr schon drauf freuen? Ja, sehr groß, darf man sagen. Eine unserer größten Produktionen sind gerade in der Postproduktion, also Schnitt. Aha, also schon gedreht. Schon abgedreht. Ja. Ein ganzes Leben heißt der Film. Das ist die Verfilmung des Bestsellers, des gleichnamigen Bestsellers von Robert Seethaler, der schon den Trafikanten geschrieben hat, den wir auch gemacht haben. Ja, das war doch der Markovic. Ja, der, genau. Und jedenfalls ein ganzes Leben war sicher auch unsere opulenteste Produktion. Okay, das heißt, sowohl finanziell als auch vom Aufwand. Ja. Und der kommt am 9. November in die österreichischen und deutschen Kinos. Das wollen wir gleich transportieren als Pflichttermin. Ist ja schön, man muss wirklich groß denken, gell, in dieser Branche. Ja, man muss eigentlich von Mal zu Mal größer denken, weil die Branche so riesig ist. Ja. Vielleicht noch zum Schluss die persönliche Frage, wenn Sie sich jetzt einen Film anschauen, einfach als Kinobesucher oder Fernsehzuschauer, können Sie sich noch entspannt eigentlich einen Film anschauen, ohne nicht in die Falle zu tappen? Geht das? Ja, komplett entspannt. Ja? Ja, ich kann da total Zuschauer sein. Sie können den Produzenten, den Experten wegradieren quasi. Das kann ich wirklich. Das ist ein Segen. So möge es bleiben. Solange es Menschen wie Sie gibt, lieber Herr Buchlatko, und auch Ihren Sohn, machen wir uns um die Filmstadt Graz und das Filmland Österreich keine Sorgen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, aber es ist einfach schön, dass es euch gibt. Und ich wünsche noch viele, 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 viele schöne Filme, mit denen auch Sie Freude haben. Ihnen, meine Damen und Herren, wir freuen uns schon auf den nächsten Spielfilm von Epofilm, der große, der im November rauskommt. Wir danken Ihnen für das Interesse für dieses Stadtgespräch und wir sehen uns wieder. Alles Gute, bis bald.
An dieser Stelle folgen auch schon unsere Kanal 3 Kurznews aus der Steiermark. Die Brauerei Göss hat einen neuen Braumeister. Mit Michael Zotter übernimmt ab sofort ein fundierter Fachmann die Sudkessel der Brauerei. Seit seiner Lehrzeit in der Brauerei Buntigam hat er sich dem Bier verschrieben und bei mehreren Stationen im In- und Ausland unterschiedliche Brauereien sowie effiziente Logistikabläufe mitgestaltet. Erneut konnte in der Steiermark im Rahmen einer umfassenden Sanierung eine revitalisierte Generationenwohnanlage mit betreuten Wohnungen für Senioren sowie einer Kinderbetreuungseinrichtung erfolgreich fertiggestellt und übergeben werden. Im Auftrag einer privaten Investorengruppe ist im Bezirk Leibnitz ein Generationenhaus mit insgesamt 8 Wohneinheiten realisiert worden. Landeshauptmann Christopher Drexler hat vor kurzem im Rahmen seiner Tour durch alle steirischen Bezirkshauptmannschaften als dritte Station die Bezirkshauptmannschaft Leoben besucht. In den Gesprächen mit den Mitarbeitern hat der Landeshauptmann die große Bedeutung der Behörden für ein funktionierendes Zusammenleben unterstrichen. Das war's von der aktuellen Ausgabe von Kanal 3 Steiermark und auch ein wunderschöner Skitag geht für uns nun zu Ende. Ich sage herzlichen Dank fürs Mit dabei sein und schalten Sie doch nächste Woche wieder ein. Bis dahin, alles Liebe!